zu verkehren. Hell, I think you need to see this. Hobie? It's the end of the line, Al. Holy shit! Yeah. Al, what are we gonna do? Slig nuggets. That's wow. Great. I love Abe. Take that slug face. And y'all slip through. That's awesome. Here's to Abe. Here's to Abe. Abe. Yeah, Abe. Yeah. Yeah. Oh, I love Abe. Abe is like better than blue. But it's the only memory of her that I have. You cannot face what's ahead if you choose to hold on to those strings of oppression. You must find and embrace your full voice. You must do it! But she was real. She gave me these. And no one else even remembers her or... You are no longer a slave, Abe. You have worn those your entire life. But you and the others were under a spell, living your lives inside of lies upon lies, until finally
It was the terrible truth you discovered that broke your mind free. Now you must grow! But how can I just... Your voice must grow for the lies to fade. The spell that deceived you must break entirely if you are to face what's coming. But we're free now. I just need some time. You have no time. Your voice, they believed, trusted, followed, and it led them here. But even you have yet to fully embrace it. But you must now, or our chance will be lost. You may have escaped the murderous blades, but not the shackles you chained to yourself. But it's over, and Rupture Farms is burned down. We're free now. No, yeah? Abe, not over. Just beginning. But I'm so tired. They're all tired. There is no rest. But with some time, there is no time. But we're safe now. Only for you few, and only for this moment. But this moment... is over. We're discovered. Oh, no. It really is up to you. Now it begins, Abe. The fate of your entire people is up to you. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Oddworld Soulstorm. Da werden doch Kindheitserinnerungen wieder wach im Kopf. Zumindest ist es bei mir so. Nutze L, um dich zu bewegen, halte RB gedrückt, um zu rennen. Ich spiele es auf dem Computer, leider kann man es nicht umstellen, zumindest habe ich es in den Einstellungen nicht gefunden. Wir kriegen immer die Steuerungshinweise für die Controllersteuerung. Aber ich hoffe mal, dass wir uns auch so da irgendwie wieder reinfuchsen. Halte RB zum Laufen, drücke A zum Springen. Okay, das sind die Tipps, die wir auch generell schon vorher kriegen. Oh, wir müssen uns beeilen. So, drücke A, um mich einer Kante zu nähern. Oder wieder hochzuspringen, hochzuziehen, so rum. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das als kleines Kind definitiv gespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher, welchen Teil, der erste Teil... kam 1997 raus, es war Apes Odyssey und ein Jahr später, 98, kam Apes Exodus. Ich glaube, ich habe Exodus gespielt. Flüchte aus der brennenden Hölle. Machen wir weiter. Doppelsprung geht auch. Mit Doppeltaste drücken ist gerade einfach reflexartig passiert. Flüchte aus der brennenden Hölle ist immer noch unser Ziel. Drücke und halte Y gedrückt, um das Inventarrad zu öffnen und wähle die Wasserflasche mit links aus, ziele mit rechts und wirf mit RT, um das Feuer zu löschen. Ach, wir müssen in der Urne erstmal suchen. Hier ist Wasser drin, alles klar. Wir sind voll, das heißt, da hochspringen wird sich auch nicht nochmal lohnen, aber wir könnten ja mal hier schauen, was hier versteckt ist. Verborgene Hilfe, du hast 1 von 11 Gelee Royal. Finde 2 verbleiben bis zu Silber. Okay. Wir müssen einmal Wasser werfen. Ab ins Inventar. Ist übrigens auf der Taste Q für alle, die es noch auf dem Computer spielen und nicht Lust haben, lange rumzusuchen. Ich habe natürlich eine kurze Probeaufnahme gemacht, um mich etwas mit der Steuerung vertraut zu machen und die Einstellungen
zu checken, dass wir hier auch ordentlichen Sound und so weiter haben. Wie halt immer, ne? Es kamen natürlich zwischendurch schon Teile raus. Drücke A in der Luft, um erneut zu springen. Ja, das weiß ich schon. Die habe ich allerdings alle nicht gespielt. Also seid bitte nicht böse mit mir, wenn ich hier vielleicht gewisse Sachen nicht weiß, die ihr wisst. Ich weiß nur, dass wir wieder eine ganze Menge Mudokons befreien müssen und das werden wir selbstverständlich auch tun. Mit dem Wasserwerfen klappt schon mal ganz gut. Hier oben ist noch ein Royal Gelee. Jetzt müssen wir mal schauen. Schaffe ich das hier rein? Nein, nicht hoch, runter, ja. Wie das Rollen funktioniert, weiß ich leider noch nicht. Wie Sprinten geht, weiß ich wie... Ah. Okay, es geht auch hier unten lang. Ne, wir können nicht vor und hinter laufen. Kommt hier vielleicht eine Höhle? Auch nicht. Ja, weil wenn wir Feuer gefangen haben, dann können wir uns wohl auch rollen, um uns... Jetzt rollt er? Dann können wir uns wohl auch rollen, um uns da selber wieder ein bisschen auszupusten. Aber wie es funktioniert, weiß ich leider noch nicht. Ah, jetzt habe ich es. Okay, auf Taste C. Einmal runterducken. Das sieht irgendwie so aus, als würde es gleich einbrechen. Speichert deinen Fortschritt automatisch. Ich hoffe, da unten war nichts Wichtiges. Am 6. April ist es erschienen für die Konsolen und... Also für PlayStation, Xbox und den Computer. Kletterstangen benutzen. Drücke A und springe auf die Kletterstangen zu, um sie zu nutzen. Das machen wir. Hier drüben. Okay, wir können einmal rüber. Und so. Und so. Ich hoffe sehr, dass wir noch furzen können. Das ist eigentlich so die einzige Erinnerung, die ich noch ans Spiel habe. Dass ich das als kleiner Stift damals sehr, sehr witzig fand. Warum wir immer noch diese Maulklappe drum haben, keine Ahnung. Wir sind ja mittlerweile keine Sklaven mehr und haben uns befreit. Aber irgendwie ist ihm nicht so ganz wohl dabei, die abzumachen. Vielleicht zum Ende des Spiels. Wir schauen mal. Das Let's Play hier wird jetzt immer 12 Uhr kommen. Da das Munda und Let's Play ja mittlerweile vorbei ist und das 12 Uhr kam, ist das jetzt sozusagen der Ersatz. Oh, Moment, ich würde gerne nochmal zurück. Und uns hier an die Kante stellen. Ja. Ist hier überall nur Wasser drin? Es ist wieder nur Wasser drin. Ja, das war so nicht geplant. Und einmal wieder runter. Weicher Punkt. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Es ist ein bisschen komisch, auf der Computertastatur ist auf Shift schleichen und auf Caps Lock. Au. Oh. Caps Lock ist Rennen, das ist irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal schleiche, obwohl es gerade nicht angebracht ist. Dann wisst ihr warum. Vielleicht lege ich mir das auch noch auf eine andere Taste. Ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. Um die 15 Stunden Spielzeit soll es wohl sein. Mal schauen, wie viele Folgen wir aus dem Spiel herausquetschen können. Ich hoffe doch einige. Denn es hat immerhin 50 Euro gekostet, ne? Ich war erstmal ein bisschen erschrocken. Ich fand es doch relativ teuer für... Als 2,5D wird es angegeben. Oh Mist. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt rollen, 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 roll dich doch. Okay. Hat funktioniert. Ja, ich fand es erstmal ein bisschen teuer. Ich hätte eher gedacht, dass es ein bisschen günstiger wird, aber... Ich hoffe doch, dass der Preis sich stark lohnt. Wieder der nächste Checkpoint. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier mit der Folgenlänge machen. Weil man wird ja auch... Man hat zwar die Checkpoints, aber ich glaube nicht, dass man zwischendurch dann ein Spiel verlassen kann und wieder am Checkpoint rauskommt.
Deswegen kann es sein, dass vielleicht mal eine Folge länger und mal kürzer geht, je nachdem, wie lange hier so eine Mission dauert. Das schauen wir dann einfach mal, wenn es soweit ist. Ich denke mal, die erste Folge jetzt hier wird ein bisschen länger gehen, weil das Intro ja schon knapp 10 Minuten ging. Und ich möchte euch ja auch ein bisschen was zeigen hiervon. Wir sind komplett voll, wir finden anscheinend wirklich nur Wasser in den Dingern, okay. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Gebräuflasche, spritzig, klebrig, super lecker und hochentzündlich. So ist drum Gebräu, hilft dir, die Party in Gang zu bringen und dann alles abzufackeln, wenn du die Schnauze voll hast. Okay. Etwas Neues, nicht nur nach Wasser. Kriegen wir das Ding hier daneben auch noch kaputt? Moment. Also schlagen kann... Oh, jetzt haben wir eine Wasserflasche weggeworfen. Also schlagen kann ich nicht. Aber wir müssen noch... Ah, jetzt. War ein bisschen kompliziert zu treffen. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Nutze die Macht der Flammen, um Hindernisse aus dem Weg zu brennen. Wirf Bräuflaschen neben das Lagerfeuer, um das Bräu zu entzünden und diese Holzwand abzufackeln. Klingt gut. Wir müssen erstmal wieder ins Inventar. Wählen die Bräuflasche aus, dann sollen wir das dorthin werfen. Oder so. Ich habe ein Stück vorbeigeworfen. Und jetzt brauchen wir... Ah, kann ich das irgendwie abbrechen? Habe mich verdrückt. Und jetzt brauchen wir Wasser. Machen den ganzen Spaß wieder aus und dann geht's durch. Wahnsinn, ne? Seit 1997 der erste Teil. Man kennt es, da fühlt man sich gleich wieder viel älter als man ist. Wir brauchen eine ganze Menge Wasser, da ist es gar nicht so schlecht, wenn wir immer so viel finden. Oh, hier war Gebräuflasche drin und Wasserflasche, okay. Es gibt sehr, sehr viele Checkpoints. Bei meinem Talent eine schöne Sache. Und hier ist alles voll. Ich bin schon mal froh, dass es nicht groß zeitlich gerade Druck macht, aber das wird bestimmt noch kommen. Kann ich es abbrechen? Ja doch, wir können es abbrechen, indem wir ins Menü gehen. Sehr gut. Es hat doch getroffen. Aber wir müssen schon sehr, sehr genau zielen. Aber irgendwie brennt es nicht weiter. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr. Jetzt aber. Und noch eine. Wieder nicht gereicht. Wir sind ganz schön verschwenderisch. Wir hauen hier einfach mal ordentlich rein, dass das nicht Ewigkeiten dauert. Und hier auch noch. Gut, haben wir. Flaschenzug benutzen. Drücke X, um mit dem Flaschenzug zu interagieren. Drücke links, um ihn zu bewegen. Sobald du dein Ziel erreicht hast, drücke X noch einmal, um loszulassen. Okay. Machen wir. Verwende den Flaschenzug. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist Taste X? Achso, wir können, okay. Wir können jederzeit wieder stoppen. Und sind ein Stück weiter. Lauf weiter, ich bin dabei. Bitte keinen Stress. Oh. Ich glaube, wir müssen sprinten. Mist. Au, au, au. Wir kriegen Schaden, aber da gab es wieder Royal-Gelee. Weiß nicht, ob die Mauern irgendwann nachgeben. Ich glaube fast ja. Wir müssen uns wohl so langsam ein bisschen mehr beeilen. Wie komme ich denn hier hoch? Kommen wir erst hier drüben irgendwo hoch? Nein. Kommen aber auch nicht hier runter. Aber es sieht so verdammt knapp aus. Können wir vielleicht erst rennen? Ja, jetzt haben wir es. Ich muss mir das unbedingt auf eine andere Taste legen. Da breche ich mir den kleinen Finger dabei. So, und schnell wieder hoch, mein Freund. Flüchte aus der brennenden Höhle.
glaube, ich habe die ganze Zeit Hölle gesagt. Naja, wenn man schnell liest, liest man die Wörter auch schnell. Oh. Bin mal gespannt, wie wir hier durchkommen, wie oft ich sterbe. Aber bei so vielen Checkpoints sollte das ja nicht das große Problem sein. Ach du Scheiße, jetzt stürzt das Teil ein. Ach, ich bin voll reingesprungen. Ich voll Idiot. Nein, aber jetzt sind wir aber echt schnell gestorben. Aber direkt beim Sterben nochmal in einen Checkpoint gefallen. Besser hätte es nicht laufen können. Weiß nicht, ob wir hier unten nochmal schauen. Irgendeinen Grund müsste es doch haben. Wir werfen einfach mal drauf. Wir haben ja genug Wasser. Das hatte doch keinen Grund. Okay, sah irgendwie so aus, als wäre hier noch was versteckt. Leider nein. Und zack, einmal rüber. Die Checkpoints kommen wirklich alle 2 Sekunden. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Dass das Spiel richtig, richtig hardcore wird. So, das müssen wir eigentlich nicht ausmachen, weil wir müssen nur hier hoch. Jo. Wir sind schon wieder tot. Das gibt's doch nicht. Entschuldigung. Bin nicht mit Absicht so schlecht. Das ist angeboren. Unten ist ja der Lebensbalken, aber was sollen wir auch groß machen? Oh, oh. Wir haben ja nicht viel Wahl. Bleibt ja nicht viel übrig. Okay, wir müssen halt warten, bis er nachlädt. Ich glaube, so viel habe ich schon mal verstanden. Aber so ein bisschen mehr von dem Royal Gelee oder Gelee Royal wäre angebracht. Das bringt nichts. Wir müssen definitiv wieder hier hoch. Direkt in Deckung gehen. Hoch mit dir, hoch mit dir. In Deckung. Button, hoch mit dir. In Deckung, Button, hoch mit dir. So, wir haben es geschafft. Naja, ist ja aber schön, wenn wir sterben. Das Spiel lädt innerhalb von 1 Sekunde den letzten Checkpoint und der ist meistens auch nicht weiter entfernt als 10 Sekunden. Also haben wir hier nicht die großen Unterbrechungen und Wiederholungen im Spiel. Die Mission geht aber doch schon relativ lange. Mach langsam, bitte nicht ins Feuer. Ach, das war klar. Entschuldigung. Sollten es vielleicht doch erst komplett leer machen. Beziehungsweise ausmachen. Es gibt wieder Leben. Wir sind komplett voll. Wir haben 5 von... Gott, es wird ja immer mehr. 6 von 11 Gelee gefunden. Oh, oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Aber er hat wieder aufgehört. Also sie schießen anscheinend... Okay, gut, ich sag nichts. Hoch mit dir. Du musst schon ganz schöne Hindernisse hier überwinden, der kleine Mann. Drücke X, um die Kiste aufzuschlagen und die Bräuflaschen aufzuschlagen. Okay, wir können anscheinend doch schlagen. Die Kiste da oben ist gemeint. Aber wir müssten... Gut, wir kommen ja erstmal hoch. Wir machen erstmal das. Ah, alles klar. Und hier oben ging es, glaube ich, auch noch lang, ne? Weiß nicht, wassertechnisch könnte man eigentlich Geheimareal gefunden. Entdecker. Du gefunden 2 von 4 Geheimbereiche. Finden ein Verbleiben bis zu Gold. Hier brauchen wir wieder Bräuflaschen. Moment, jetzt habe ich sie. Ich werfe jetzt einfach mal ein bisschen mehr rein. Ich glaube, darauf kommt es nicht an. Obwohl es gut zu wissen wäre, was passiert, wenn wir keine Wasser- oder Bräuflaschen mehr haben. Ob man dann den letzten Checkpoint laden muss oder ob das Spiel wirklich immer direkt in die Nähe welche legt. Wir werden es alles herausfinden. Hui. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Da unten war noch Piste und alles, aber ich glaube, das ist nicht gedacht, dass wir die aufsammeln. Oh.
Und ich glaube, wir haben das erste Level absolviert. Überlebt. Dem Überfall auf Monsaik entkommen. Benötigte Zeit 16 Minuten 16. Wir haben keine Slicks getötet, aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gewusst wie. Mudokons natürlich auch nicht. Wir haben alle gerettet. Und ansonsten, wir haben nicht alles gefunden, aber hey, so schlecht haben wir uns gar nicht geschlagen. Dann machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss für die erste Folge. Wie gesagt, morgen 12 Uhr geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.